sagen, wir hier im ländlichen Raum, gerade wenn wir auch ein klimafreundliches und klimaneutrales Verkehrssystem haben wollen, brauchen wir eine Mobilitätsinitiative, die auch entsprechend finanziell ausgestattet wird. Wir brauchen eine Mobilität, damit auch gerade Denkern Auszubildende, wie sollen sie von A nach B kommen, wenn sie nicht über ein Auto verfügen? Mit dem ÖPNV wird es nicht gehen, weil damit erreichen sie ihren Betrieb oder ihre Berufsschule nicht rechtzeitig. Also diese Initiative für eine neue Mobilität, die wir dringend brauchen, damit auch die Menschen in den Dörfern bleiben können, hier im Kreise Soest, und trotzdem ihre Arbeit erreichen und das klimaneutral und klimaschonend und nicht alleine nur mit dem PKW, braucht ein gut finanziertes öffentliches Personennahverkehrssystem, das miteinander verknüpft ist, das Bahn, Straße, das Schiene und Straße und Fahrrad miteinander verbindet, damit Menschen mobil sind und auch mobil die nächsten Versorgungen erreichen können, die sie brauchen. Die Träger dieses Systems sind die Kommunen. Also geht es mir im Wesentlichen darum, dass die Kommunen finanziell so ausgestattet werden, indem wir aus dem Bundeshaushalt auch mehr Geld in Mobilitätssysteme hineingeht, indem wir mit viel Kreativität auch andere Modelle fahren, sei es über das Ausleihen von PKWs, sei es auch über Bürgerbusse, die gerade hier im Kreis Soest eine große Rolle spielen, die sehr dezentral agieren und den Menschen die Möglichkeit geben, wirklich unkompliziert von A nach B zu kommen. Also diese Mobilitätsinitiative wird wichtig sein, wenn wir das Klimaziel von 1,5 Grad auch erreichen wollen. Sonst wird dieses Klimaziel denn nicht erreicht, denn der Verkehr ist es, der auch einen großen Beitrag zur Umweltverschmutzung und zur CO2-Belastung beiträgt. Dieses Thema gehört ins Kanzleramt. Olaf Scholz hat gesagt, er macht das. Andere haben gesagt, wir brauchen ein eigenes Ministerium. Nein, wir brauchen keine neuen Bürokratien, sondern wir brauchen eine klare Führung an der Stelle. Und deshalb meine Bitte an Sie, geben Sie am 26. September Olaf Scholz und der SPD Ihre Stimme, weil er wird dafür sorgen, dass dieses auch aus dem Kanzleramt heraus gesteuert und umgesetzt wird. Sein Wort dazu hat er gegeben. Ich glaube ihm, ich vertraue ihm an der Stelle auch und ich bitte Sie dann auch, ihm ihre Stimme zu geben, ihm auch zu vertrauen. Ab Mitte August können Sie auch Briefwahl machen, wenn Sie am 26. September nicht ins Wahllokal gehen können. Nutzen Sie die Gelegenheit und die Möglichkeit, ab Mitte August Ihr Kreuzchen bei der SPD zu machen.